Das ist das erste Mal, dass ich mit einer Angelrute angel. Und das geht hier ziemlich tief runter, also das ist hier weit ausgespült. Just lifting up to make sure it's not snagged. I think a pike might go for that. So, ich bin immer noch mit Fraser Christian unterwegs und heute sind wir praktisch im Land unterwegs. Also wir gehen weg vom Meer und schauen jetzt mal nach Flüssen, nach Seen. Ja, und jetzt gerade sind wir auf dem Weg nach, auf der Suche nach einem kleinen, einfach nach einem kleinen Bach, um da in den kleinen Pools ja, Fische zu fangen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Jetzt mal von einem echten Profi lernen. Ich bin gespannt. So, bevor wir jetzt hier in diesem Gewässer angeln werden, schauen wir uns zuerst mal das Areal an. Also wir schauen, wo gibt es irgendwelche überhängende Büsche, überhängende Seeufer, irgendwas, worunter die Fische Schutz finden können. Und erst dann werden wir einen Plan aushandeln und schauen, wie wir sie da rausbekommen. Ja, und da drüben sieht man zum Beispiel, hier gibt es viel Busch, ja, da drüben auch. Also es sind sogar kleine Inseln, da wäre es perfekt, darunter angeln zu gehen oder daneben angeln zu gehen. Aber natürlich muss auch der Wind beachtet werden und so weiter, damit er nicht den Köder wieder zurück ans Ufer treibt. Ja, all diese Dinge müssen berücksichtigt werden und erst dann legen wir los. Big knife action. But yeah, let's not make any jokes about big knives and small knives. And no. Fraser schneidet hier jetzt ein bisschen was von der Weide ab. Also wir suchen praktisch nach einer Art Fishing-Route oder Fischroute, an der wir dann eine Angelleine befestigen und das Ganze dann am Seeufer zurücklassen. Also das Ganze wird praktisch wie eine Fischfalle werden, sodass wir nicht aktiv angeln müssen die ganze Zeit. Und dazu brauchen wir einfach einen biegsamen Ast, der ungefähr einen Meter lang ist. Und das Ganze muss biegsam sein, damit man einfach die schnellen, kräftigen Züge eines Fisches, wenn er erstmal am Haken hängt, abfangen kann. Und so ein kleines Ding reicht hier im Prinzip schon. Also wir angeln auch nur auf kleine Fische, wenn es geht. Das ist das erste Mal, dass ich mit einer Angelrute angel. Gut, ich habe es vorher schon mal probiert im Amazonas, aber das war ganz schön stressig. Da muss man hier was umlegen und da irgendwie. Und von da an war ich irgendwie so der Fan von der Handleine. Das bin ich immer noch, aber ich probiere es trotzdem mal. So eine kleine, macht ja schon Sinn, dass man so eine kleine Angelrute irgendwie hat, gern, die dann unterwegs mal mit in den Rucksack packt. Deswegen möchte ich es jetzt hier auf jeden Fall mal ausprobieren. So, ich schaue gerade noch ein bisschen nach ein paar guten Spots zum Angeln und schauen wir mal, wie es hier aussieht. Also hier kommt der Bach aus dem Wald raus und das geht hier ziemlich tief runter. Also das ist hier weit ausgespült. Also hier ist es ziemlich tief und hier hängen die Flussufer auch ganz schön über. Also da könnte es auch noch mal einen guten Spot geben. So, wir sind jetzt hier an dem Bach, müssen ganz leise sein, weil die Fische natürlich gestört werden können. Und wir haben jetzt hier einfach, so wie man das halt macht, nach Würmern gesucht am Flussufer oder am Bachbett. Ja, den aufgehakt und jetzt geht's los. Also wir können hier nicht weit auswerfen, deswegen lassen wir den Köder von der Strömung etwas runter treiben. Und die Fische sollen sich hier, ja, hier unter dem Flussbett praktisch oder hier an der, am Flussufer unter Überhängen verstecken. Und da wollen wir jetzt den Köder hinbekommen. Okay, go for it. Ja, der macht es ganz sanft. Also muss aufpassen, dass nicht irgendwo, dass der Köder sich nicht irgendwo auf der anderen Seite verhakt oder so. Und auch nicht, dass er sich
irgendwo unter den Überhängen verhakt. Das ist dann eben die Kunst dabei. Just lifting up to make sure it's not snagged. Just have the rod right out in front of us. Mm-hmm. So I need to pull tension into it. I can move the rod away from me. Mm-hmm. If I want to give the fish line, I can have the rod towards the fish. Mm-hmm. Okay, and then yeah, we just retrieve. But remember, the most important thing is we need to be positive. You can't touch the water unless you've got a net to land the fish. Okay. You're not going to be able to land the fish. Always make sure you're somewhere, not just the greatest fishing spot, but somewhere where you can actually land the fish if you haven't got a big net, and you know what I mean? Yeah. Okay. But this is a good spot to land the fish, isn't it? Beautiful. Yeah, and we can see, because as it flooded recently, we've had a lot of floods. Yeah. So even though it's a very tiny stream, we're at the very head, the start of the, you know what I mean? The source of the stream. Yeah. So we're never, not there's that many fish here. Yeah. But because of that flood, and we can see we're on a bank and it's all flooded out, there's a chance that a big fish or some fish, at least even if they're a couple of miles down river, have travelled up on this, this flood, you know. Or, and then as the water recedes, they are going to be trapped in these pools, and that's why we're looking for these pools. Okay. Right, let's go and do some float fishing. Yeah. Also, wir probieren hier natürlich ganz viel aus. Ich filme alles und ich filme auch noch die ganze Zeit. Immer wieder zeige ich dann halt mal ein paar kleine Ausschnitte. So wie hier jetzt. Also wir probieren das. Wir haben das jetzt hier schon länger probiert und wir werden es auch noch ein bisschen probieren. Aber ich will nicht die ganze Zeit filmen und ich kann auch nicht die ganze Zeit filmen, weil ich ja hier bin, um was zu lernen. Nur für euer Verständnis. So, weiter geht's mit Floatfishing. Also das heißt, wir haben hier einen kleinen Schwimmer. Darunter befindet sich ein Haken. Ich hoffe, den sieht man jetzt in der Kamera, wo wir natürlich wieder einen Wurm befestigt haben. Und dann geht's dann halt weiter einfach mit der normalen Angelroute. Und der Vorteil ist einfach, dass das Ganze auch wieder ziemlich oberflächlich stattfindet. Und gerade hier bei dem See, der ist nicht besonders tief. Und deshalb probieren wir das hier aus. Und auch außerdem, was noch passieren kann, ist, dass man einfach diesen Schwimmer hier unter den Schutz, also unter tief hängende Äste zum Beispiel drunter kriegen, vom Wind getragen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Der Fraser macht es vor und ich darf es dann nachher üben, so wie immer. Alright, let's have another go. Try and get a little bit further now, a little bit more confidence. Don't hook me. Yeah. Beautiful. Yeah, that was a good one. Now that's going to catch the wind. We can see the wind on the current there. We've already been watching all the little feathers and the leaf blowing over to this great big tree over there where the branches are hanging over the water. And what we've got is cormorants and herons that feed off of fish, okay? They won't fly into branches that are under the water in case they get trapped in it. And whenever there's a panic on or the fish, the birds that eat fish come in, the fish will gravitate and go underneath the trees, okay? Not just trees hanging over the water, the branches want to be in the water. That's like a little safe haven for all the very small fish. And all I've got to do now is hopefully just let the wind take that float down to the trees, but because it's tight the line to it, so what I'll do now is I'll just free line it and just hopefully, and if there's not enough wind and no current, it's nothing's going to happen. But so it's just going to want to be taken into the edge of those lily pads. They're just off from the trees, not too far away from where the fish are going to be. Now I'm going to make sure I'm back in connection and just tighten into that. Try, because what you don't want is any line blowing out and going under the lily pad. I'm going to try and move it over to there because it's going a little bit close. Or maybe just leave it, shall we, a little bit? Yeah, maybe leave it. And the thing is, I'm talking really loud to explain everything. We'd want to be quiet because this is booming and booming. And if there's fish that are scared easily, not all fish are, but a lot of the lower predatory fish that are used to being predated on get scared. My voice would scare them. So that's my excuse if we don't catch one straight away. Ja, das sind richtig gute Tipps vom Profi. Schaut mal vorbei beim Fraser auf der Webseite coastalsurvival.com. Schaut mal vorbei. Aber vergesst natürlich auch hier nicht schön fleißig kommentieren, liken, abonnieren, aktiviert die Glocke, damit ihr immer mitbekommt, wenn es was Neues gibt. Und wir sind jetzt noch ein bisschen hier, probieren es noch ein bisschen und sind mal ganz ruhig. Okay, jetzt möchten wir noch mal ein bisschen was improvisieren. Und zwar will mir der Fraser zeigen, wie man einen Schwimmer improvisiert aus einer Feder, die er vorhin gefunden hat. Also schauen wir mal zu, es wird sicherlich interessant. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Go for it. It was ages ago you told me the German for cut, so anyway. so, if you didn't know,
bird feathers, very light. Yeah. They're hollow. Hollow, yeah. Okay, and you find old fishing floats from the past, they were made out of feathers. Oh, yeah? So as soon as I seen it, it came back to me. But I don't think we need the whole thing as a float, do you know what I mean? That'd probably be long enough. So... Schneiden. So I was thinking we'd clean that up. It wouldn't matter if it was on there. Do you know what I mean? If it was like left on there. Right now we just need a way of attaching that to our line. Easiest way. We can either tie something round it, but if we haven't got any, I suppose we've got fishing line, but if we, you know what I mean, if we find it hard to tie knots or something, I suppose all we need is a hole through it. Threading fishing line through it would be difficult. Okay. I mean, but I think because the structure's so strong, yeah, and they're designed not to bend, I reckon the grain on a feather goes that way. Yeah. And we think that would make that the bottom of it. I think non-locking knife, so be careful, hold the blade. Yeah. That was easy. That split through, and so I'm just gonna put the tip of the knife in the wood so it's gonna split it. So it's like an anvil, and just pull that back and just split it, and we just push that. And I say we just put the fishing line, wedge that onto it. And that's it? Yeah. Okay. We get more complicated with it, couldn't we? Do you know what I mean? And say we could tie something around it. Yeah. We can go and make some pitch pine if we want. Yeah, of course. Bushcrafters and stick something onto it. But yeah, just a slot and just weight it onto the line. Okay, do you know what I mean? Okay. It's not going to come off. Then we're not throwing it very far. There's no weight to it. Do you know what I mean? Yeah. We're mostly just going to plop this onto a stream and let it just go down. Understand. But yeah, feathers, if you didn't know. Yeah, but feathers, they're floating because they're hollow. And if you look at old fishing kit, they were feathers. Yeah, a lot of them were feathers. And the color is good as well. Yeah. Yeah. Something that we just found. Ganz easy eigentlich. Ich habe mir mal so einen Schwimmer geschnitzt, ganz kompliziert aus einem Stück Holz. Aber klar, so kann man das Ding auch machen, weil letztendlich soll das Teil nur auf der Wasseroberfläche treiben. Hier hat er mir vorhin was gezeigt. Da hat er nämlich auf die gleiche Art und Weise einfach ein Stück Holz genommen, hat es da vorne aufgespalten ein Stück und dann einfach hier reingeklemmt, also die Schnur einfach reingeklemmt, die Angelschnur. Und das ist es eigentlich. Also es soll ja nur dazu dienen, die Schnur an der Oberfläche zu halten. Also Angeln muss nicht immer kompliziert sein. Right, so now we've got the rest of this feather left. I just had an idea. If we were to cut that. So to make a lure, we can use this for an artificial lure, couldn't we? It's not really a fish shape at the moment. When it was wet, we'd have to get it wet. But when that went through the water, almost looks like a fish, don't it? Almost, yeah. I think a pike might go for that. It might even think it was a young duck or something anyway. Oh, yeah. And make sure we got a little bit of cord onto it, and then we can attach it right at the end. And it'd waggle, wouldn't it? But yeah, one feather, make a float and a lure out of it. Yeah, and attach a hook or two. Cool. Ja, also wieder einfache Sachen. Hat er eigentlich schon recht. Also prinzipiell geht es einfach darum, sich draußen in der Natur alles so leicht wie möglich zu machen. Und dazu dürfen wir natürlich nicht zu kompliziert denken. Also man muss einfach die Sachlage verstehen und überlegen, was brauche ich gerade? Und halt schauen, wie man aus dem, was man hat, eben genau das herstellt, was man halt braucht. Und wenn wir einen Köder brauchen und wir eine Feder haben, dann können wir daraus irgendwie einen Köder schneiden. Ja, also absolut richtig. Ja. Keep it simple ist das Motto. So, wir sind jetzt nochmal in einem anderen See und sind hier ganz leise, weil hier versuchen wir jetzt einen tatsächlichen Fisch zu fangen. Also wir haben wieder den Schwimmer mit einem Haken dran und einem Wurm. Und ja, jetzt probieren wir es mal richtig. Guter Wurf. Und Geduld. Fisch. Frosch oder Fisch? Also wir sind jetzt hier für keine Ahnung wie viele Stunden gesessen und leider hat nichts angebissen. Wir haben es probiert. Hauptsächlich ging es natürlich darum, die Technik zu lernen. Und der Fraser hat mir auf jeden Fall viele Techniken gezeigt. War super interessant und ihr wisst, wie es ist. Training, Training, Training. Ja, ich muss es einfach immer wieder probieren, rausgehen. Ich werde es definitiv in Schweden machen, werde mir eine Angelrute zulegen, eine kleine natürlich. Und dann wird das Ganze weiter vertieft. Ja.
The most important thing, we got our gear back. We live to fish another day. Ja, also morgen gibt es hier auf jeden Fall noch Fische. Dann holen wir uns den vielleicht morgen. Cool. Also, vergesst nicht, gerne einen Kommentar, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr mitkriegt, wenn es was Neues gibt. Und dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.